Moin Leute, euer Bombard wieder am Bambus und heute zeige ich euch das neueste Fahrzeug, was Rockstar Games heute hinzugefügt hat. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch schon mal mit einem fetten Like fürs Video dazu lassen. Und für die, die noch nicht kennen, abonniert mich auf fast die krassesten Informationen rund um GTA Online. Aber ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Welches Fahrzeug hat denn Rockstar Games hinzugefügt? Rockstar Games hat den Importer Ruina ZZ-8 hinzugefügt. Dieses Fahrzeug findet ihr auf der South San Andreas Seite und kostet 1.320.000 GTA-Dollars. Und ja, das Fahrzeug sieht jetzt schon im Shop ein bisschen speziell aus, aber schauen wir mal, was für Tuning-Teile denn dahinter stecken. So, ich bin jetzt hier bei LS Customs angekommen und ja, dieses Fahrzeug hat, ich sag mal, Nasenlöcher auf der Motorhaube, sieht aber auch richtig cool aus von vorne, muss man sagen. Aber egal, was lässt sich denn jetzt hier über dieses Fahrzeug sagen? Naja, das Fahrzeug hat wirklich viele Stoßstangen, also es ist wirklich sehr viel. Ich glaube 20 vordere Stoßstangen und hinten waren es irgendwie 16 Stoßstangen, was unglaublich viel ist. Das muss man hier mal festhalten. Seitliche Stoßstangen gibt es auch richtig viele. Was man diesem Fahrzeug auch hier ändern kann, ist klar die Motorhaube. Denn nicht jeder mag diesen, ich sag's mal, Nasenlöcher-Look, wie man es auch immer nennen möchte. Und man kann das dann tatsächlich auch wegtun, wenn man sagt, so, nee, ich möchte das nicht so extrem haben. Das finde ich hier eigentlich ganz nice für die Leute, die sagen, die hätten gerne ein unauffälligeres Fahrzeug. Aber ansonsten finde ich die Nasenlöcher eigentlich ganz cool, eigentlich auch das Beste an diesem Fahrzeug, denn das ist sowas wie Unikat-mächtiges. Egal, gehen wir mal weiter. Das Fahrzeug hat natürlich hier auch ein Dach, was gerade aus Glas besteht, was auch jetzt nicht so häufig in GTA ist. Und dieses Glasdach, wenn es einem nicht gefällt, kann man natürlich auch wegtunen, in diesem Sinne, dass man es komplett wegmacht, dass man so gesehen ein offenes Dach hat oder aber auch ein lackiertes Dach. Da kann man hier auch so entscheiden, wie man es gerne möchte. Außerdem hat man natürlich hier hinten bei den Spoilers natürlich auch große Auswahl, was man an diesem Fahrzeug ändern kann, beziehungsweise so, wie man es halt haben möchte. Aber Leute, auf die Frage, habe ich das Fahrzeug schon gemoddet, kann ich natürlich sagen, ja, natürlich habe ich das Fahrzeug schon gemoddet. Einmal hier mit F1 und einer richtig geilen Lackierung. Und Leute, bei den Spoilers gibt es tatsächlich auch eine Methode, wie man den Spoiler hinten komplett wegglitschen kann. Und das ist richtig einfach und richtig genial. Denn alles, was ihr dafür tun muss, ist tatsächlich einfach hier in LS Customs reinfahren, zum Spoiler gehen und zwischen den ersten und zweiten Spoiler hin und her zu switchen, bis der Spoiler unsichtbar ist und dann einfach das kaufen, wo es gerade unsichtbar ist. Und zack, bum, bam, sieht euer Fahrzeug von hinten etwas besser aus, wie ich finde, aber das ist alles Geschmackssache. Aber Leute, falls ihr zum Beispiel dieses Fahrzeug hier haben möchtet, dann verpasst nicht den Giftkasten Friendstream, den ich am Samstag starte, also seid gerne dabei und holt euch zum Beispiel dieses Fahrzeug. Aber gut Leute, das war's das mit einem kleinen Informationsvideo über den Ruina ZZ-8. Ich hoffe, euch hat das kleine Informationsvideo gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Aber ich bin raus, euer Bombard. Ciao.